Hallo, ich bin Martina und in diesem Video geht es auch um die Erzählsituation in epischen Texten. Und zwar geht es um die Fokalisierung, das heißt die Frage, aus welcher Sicht erzählt wird. Neben der Distanz gehört die Fokalisierung zum Modus einer Erzählung. Und damit du alles verstehst, solltest du dir auch das Video Erzählsituation Modus 1 Distanz ansehen. Für die Analyse von fiktionalen Texten ist die Frage nach dem Grad an Mittelbarkeit und nach dem Standpunkt des Erzählers besonders wichtig. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. In dem ersten Video zu diesem Thema hast du gelernt, dass eine Handlung oder ein Geschehen mit unterschiedlicher Distanz vermittelt werden kann, also dass es unterschiedliche Grade an Mittelbarkeit gibt. Zu dem Modus des Erzählens gehört aber nicht nur der unterschiedliche Grad an Mittelbarkeit, sondern auch die Perspektivierung. Gérard Genette hat hierfür den Begriff Fokalisierung eingeführt. Fokalisierung beschreibt das Verhältnis zwischen dem Wissen einer Erzählinstanz, also zum Beispiel dem Erzähler, und einer Figur. Du musst dabei bedenken, dass die Darstellung eines Geschehens immer aus verschiedenen Blickwinkeln erfolgen kann und mehr oder weniger. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com